Hallo, es kann ja durchaus sinnvoll sein, dass man Farben, die man in einem Dokument, zum Beispiel hier in Affinity Publisher, erstellt hat, dass man diese Farben auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel Affinity Photo oder Affinity Designer oder in noch anderen Programmen verwenden möchte. Das kann durchaus Sinn machen. Und ich habe jetzt hier ein Dokument erstellt mit wenigen Farben und zuletzt verwendet wird mir hier oben angezeigt. Das heißt, ich habe vorher schon mit anderen Farben probiert, wie das Dokument aussehen würde. Das ist nur ein Beispieldokument. Das ist sicherlich keine Referenz irgendwo für. Das kann jeder so gestalten, wie er meint, und es soll nur als Beispiel dienen. Also, ich habe jetzt hier diese Standardpaletten und die unterscheiden sich so ein wenig. Das sind Programmpaletten. Das sind die Paletten, die in den Affinity-Produkten zur Verfügung gestellt werden. Und dann haben wir Systempaletten. Systempaletten sind mit in diesem Fall einem Apfel-Logo ausgezeichnet. Man erkennt also auch die Plattform, mit der ich gerade arbeite. Also, Grautöne werden mir als Standard angezeigt. Und ich möchte jetzt meinetwegen diese Farben als Palette speichern, das geht. Und dann heißt es Palette aus Dokument erstellen. Und jetzt werden mir drei Optionen angezeigt als Programmpalette. Dann ist das eine Palette, die erstellt wird, die nur in Affinity-Produkten zum Tragen kommt. Die Dokumentpalette, das ist die Palette, die erstellt wird, wenn ich nur in diesem einen Dokument, in diesem Programm speziell jetzt, zum Beispiel in Photo, in Designer oder in diesem Beispiel in Publisher, wenn ich nur in diesem einen Fall diese Farben verwenden möchte. Und als Systempalette, das ist die dritte Option, das sind Farbpaletten, die dann programmübergreifend im ganzen System, das sagt der Name ja schon aus, Verwendung finden können. Zum Beispiel auch in Schreibprogrammen. Ich möchte mir jetzt also ich möchte mir eine Programmpalette erstellen, also die nur in den Affinity-Produkten greift, und zwar aus den Farben des Dokuments. Das mache ich jetzt mal. Und jetzt wird mir diese Palette hier angezeigt. Vorher waren es ja die Grautöne und jetzt ist die neue Palette die hier. Und jetzt sind aber nicht alle Farben, die ich hier zum Schluss verwendet habe, hier abgebildet, sondern nur die Farben, die tatsächlich in dem Dokument vorkommen. Wenn ich jetzt möchte, dass weitere Farben hinzugefügt werden, das nehmen wir mal als Beispiel, mal, nehmen wir diese Farbe hier, die wird mir jetzt hier oben schon angezeigt, dann kann ich entweder hierüber Farbe als Feld hinzufügen, dann wird die Farbe hinzugefügt oder nehmen wir eine andere Farbe, die hier, die kann ich dann hier über dieses Plus-Symbol hinzufügen. Jetzt ist diese Palette mit diesen Farben, die ich verwenden möchte, voll. Ich kann aber auch aus anderen Farbpaletten, zum Beispiel hier Farben, irgendeine Farbe aussuchen. Ich nehme jetzt ganz bewusst eine sehr kräftige Farbe. Und möchte die jetzt meinetwegen der Palette hinzufügen, dann könnte es auf den ersten Blick etwas komplizierter sein. Ich kann ja diesen Weg hier gehen, Farbe als Farbfeld hinzufügen. Moment. Jetzt nicht ganz funktioniert. Ach so, und dann fügt er das zu den Graustufen hinzu. Ja, okay, das war jetzt ein Fehler. Genau, als RGB, das ist ein Fehler gewesen. So, jetzt gehe ich noch mal in meine Palette. Darauf muss man also anscheinend achten. Farbe als Farbfeld hinzufügen. Und jetzt, vorher wurde es als Grautöne hinzugefügt und ich muss es erst umstellen auf RGB. Das ist also auch noch wichtig. Wenn ich jetzt eine Farbpalette löschen möchte, das geht natürlich auch, die Füllung löschen, weil die möchte ich gar nicht verwenden. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit der freien Anordnung.
oder dass man das über das Programm entscheiden lässt, sortieren nach Farbe. Und das ist dann die Anordnung, aber man kann eben auch manuell sortieren. Also wegen die Farben, wie man das mag, anordnen. Das geht auch ganz gut. Ich kann diese Palette umbenennen. Moment, umbenennen und nenne meine Paletten meinetwegen BB-Palette, Publisher. Okay, jetzt wird der Name hier übernommen, das ist klar, das funktioniert. Und man kann immer natürlich noch zwischen den verschiedenen Farbpaletten hin und her wechseln. So, es gibt auch noch die Möglichkeit, diese Palette natürlich stark zu erweitern, wenn ich ein Bild platziere. Nehme das Bild von unserem Hund, füge das jetzt hier mal ein. Und wenn ich jetzt hier irgendwo eine Farbpalette daraus erstellen möchte, das geht natürlich auch. Also Palette und dann als Programmpalette. Und jetzt entstehen natürlich wesentlich mehr Farbfelder, weil ja in dem Bild hier viel mehr Farben enthalten sind. Und auch diese Palette ist jetzt schon angelegt, aber ich möchte eigentlich nur diese Farben verwenden und auch in anderen Programmen verwenden. Wenn ich dieses Bild jetzt wieder ausnehme, ich kann jetzt diese Palette in Affinity Photo auch benutzen. Die ist jetzt hier noch gar nicht enthalten. Das sind die typischen Paletten, die ich gerade auch schon gezeigt habe, die vorhanden sind. Und wenn ich jetzt eine Palette in Photo übernehmen möchte, dann kann man diese Palette exportieren. Das kann dann Sinn machen, wenn man in Affinity Photo bereits sehr weit mit einer Bildbearbeitung fortgeschritten ist und dieses Programm aus bestimmten Gründen nicht schließen möchte. Vielleicht, wenn man mehrere Dokumente offen hat, mehrere Bilder geöffnet hat, dann kann das schon Sinn machen, dass man Paletten exportiert und importiert. Also dieser Export dieser Palette, den zeige ich jetzt mal. Palette exportieren. Und jetzt möchte ich mir das auf dem Schreibtisch anlegen und nenne die so, wie die hier ist, BB Palette Publisher. Ich kann die auch noch umbenennen in Foto. Das geht natürlich alles und speichere mir die auf den Schreibtisch. So, jetzt ist diese Palette hier entstanden, die hier sichtbar ist. Und jetzt öffne ich die in Foto. Das heißt, ich importiere mir die Farbfelder, Palette importieren. Und jetzt werden mir nur zwei Optionen im Moment angeboten, als Programmpalette und als Systempalette. Ich möchte die als Programmpalette importieren. Suche mir hier die von mir so benannte Farbpalette auf dem Schreibtisch aus und öffne die. Und jetzt ist diese Farbpalette hier sichtbar. BB Palette Publisher. Und könnte jetzt mit den Farben hier weiterarbeiten. Das ist die eine Sache. Wenn ich jetzt eins der Programme der Affinity-Serie, Publisher, Foto oder Designer noch nicht geöffnet habe und ich möchte da die Palette auch drin haben, dann geschieht das automatisch, dass die Palette geladen wird, sobald ich das Programm starte. Also, hier sieht man, ich starte gerade Affinity Designer, so, gehe auf Wiederherstellen und jetzt sollten die Paletten hier eigentlich gleich erscheinen. Das ist aber nicht passiert, okay. Das heißt, auch hier muss ich dann die Palette importieren als Programmpalette. Zack, öffnen, da ist die. Und das kann ja dann Sinn machen, wenn man meinetwegen irgendetwas farblich so anpassen möchte, dass es zu dem Dokument passt. Also eine der Farben, die ich hier bereits verwendet habe, soll ja nur als Beispiel dienen,
Ja. Eben. Und jetzt könnte ich diese Teile kopieren, Command-C, und jetzt hier einfügen. Ich habe jetzt also nur dieses Rechteck hier importiert in Publisher. Oder eben, wenn ich jetzt den Stern hier haben will, Command-C, den wir ja, in der Farbe, Command-V, und kann dann jetzt natürlich skalieren, wie ich mag, und anordnen, wo ich möchte. Und selbstverständlich kann ich auch immer noch die Farbe ändern, wie ich das möchte, aus der Palette, die ich mir aus gutem Grund angelegt habe, um damit eben weiter zu arbeiten. Also, ich habe jetzt gezeigt, dass man Paletten importieren und herstellen kann, dass man auch andere Farben hinzufügen kann. Ich deaktiviere jetzt mal alles. Ich suche mir jetzt hier irgendeine Farbe raus. Die wird ja jetzt auch hier angezeigt und hier oben. Und im Moment, na, ich nehme mal extra eine andere Farbe. So, nehme mal die, das Blau, damit sich es wirklich unterscheiden kann. Im Moment wird die hier nicht angezeigt. Die wird erst angezeigt, die Farbe, wenn ich meinetwegen irgendwas anklicke und dieses Blau meinetwegen hinzufüge. Auch erst dann wird es als zuletzt hinzugefügt oder als zuletzt verwendet eben angezeigt. Ja. Und wenn ich das rückgängig mache, wird es auch wieder aus zuletzt verwendet entfernt. Erst wenn es bestehen bleibt, meinetwegen, nehmen wir mal die Schrift in grün, warum auch immer, es macht eigentlich keinen Sinn, aber ich will es ja auch nur mal zeigen. Ich habe jetzt diese grelle Schrift hier und jetzt ist die erst übernommen und auch wenn ich die in dem Dokument behalte, dann erst wird die hier weiter angezeigt. Und wenn ich diese Farbe jetzt eben hier hinzufügen möchte, zu dieser Farbpalette Publisher, dann gehe ich hin und habe die jetzt auch in, in dieser Palette drin. Jetzt schaue ich mal, wie das hier wirkt. Hier ist es noch nicht drin, weil die Palette nicht gespeichert wurde oder irgendwie ja, abgelegt wurde. Das heißt, das müsste ich dann nochmal machen. Das heißt, nochmal hier. Ich möchte die Palette jetzt wieder exportieren. Ich überschreibe die jetzt. Ich werde danach gefragt. Ich möchte die ersetzen. Mal gucken, was jetzt passiert. Die ist noch nicht hier drin. Die muss man erst wieder importieren. Palette importieren. Als Programmpalette öffnen. Und jetzt sind die Farben erst da aktuell. Für mich machen diese Farbpaletten Sinn, wenn nur bestimmte Farben programmübergreifend eingesetzt werden sollen und diese Farben sich wiederholen. Also keine anderen Farben ins Spiel kommen. Das heißt ja nicht, dass man die nicht verwenden kann, die anderen Farben, sondern es geht ja darum, dass vielleicht bestimmte Vorgaben sind, welche Farben Verwendung finden dürfen. Und dann machen Farbpaletten durchaus Sinn. Auch programmübergreifend, weil man vielleicht in, wie in meinem Beispiel, in Designer weiterarbeitet und dann von mir aus auch beide Dokumente, also beide Teile hier, Command-C, und jetzt hier einsetzen möchte. Ja. Und Z. Mal in die. So, es ist halt die Frage mit den Farben und den Farbharmonien, darum geht es auch. Und es macht dann vielleicht auch Sinn, dass man bestimmte Farben entfernt, also die Füllung löscht. Ja, ich möchte die nicht verwenden und auch hier diese Füllung auch löscht. Und wenn ich jetzt irgendwas anklicke, dann habe ich hier die Möglichkeiten, diese Farben zu verwenden oder eben
die Sinn machen für mich. So, dass man halt nur noch die nimmt, die in dem Dokument vorkommen sollen. Und ja, das hat jeder bestimmt seine eigenen Gründe dafür, warum er was macht. Und diese Farbe kann ich jetzt natürlich auch noch umändern. Es soll ja auch nur als Beispiel dienen. Und was damit machbar ist, das wollte ich damit zeigen, dass man diese Paletten sinnvoll einsetzen kann. Und ich finde das gut, dass es so funktioniert. Ich zeige jetzt noch eins. Ich kann jetzt auch aus einem Foto eine Palette erstellen. Dafür öffne ich jetzt mal ein Bild. Öffnen. Bilder. Öffnen. Und jetzt kann ich hier aus diesem Bild alleine eine Farbpalette auswählen. Dazu muss ich hier nochmal rein. Nochmal das Bild auswählen, öffnen und erstellen. Und jetzt erstellt er mir hier raus eine grobe Farbpalette. Die Vorgabe ist in diesem Fall 5 Farben. Das ist natürlich das kann nur Zufall sein, was hier ausgewählt wurde, aber diese Farben kommen vor und es sind ja mit Sicherheit mehr Farben. Jetzt kann man eben die Anzahl der Farben erhöhen. Ja, das sind jetzt weitere Farben, die auch drin vorkommen. Das sind jetzt, werden jetzt 74 Farbfelder und das kann man jetzt bis 255 hochziehen. Wichtig ist, ich muss einmal, weil sonst werden die mir noch nicht angezeigt, Vorschau anklicken. Und jetzt hat man eine noch feinere Abstufung. Position wäre jetzt für mich Programm. Ich möchte es nicht im Dokument haben und auch nicht im System, aber im Programm, das heißt also in allen Affinity-Programmen, Designer, Foto und Publisher, kann ich jetzt diese Farbpalette für erstellen. Da ist die und die Palette wird aus dem Namen des Bildes erstellt. Also das Bild hat eben diese Bezeichnung und diese Palette finde ich hier. Aber ich habe natürlich auch noch die Palette, die ich vorher erstellt habe. Aber hier, das sind jetzt die ganzen Farben, die ich gerade aus diesem Bild herausrechnen lassen habe. Und könnte die jetzt auch, diese Palette natürlich, wieder exportieren, in anderen Programmen importieren. Das wäre jetzt zum Beispiel hier Affinity Photo. Und ich zeige das trotzdem nochmal einmal. Palette exportieren. Dann meinetwegen auch auf dem Schreibtisch. Der Name ist frei wählbar, aber ich lasse den so. Und wenn ich jetzt hier in Publisher bin, dann kann ich natürlich die Palette wieder importieren. Ich nehme die mal als Programmpalette. Dann, wenn man den Namen nicht richtig ganz lesen kann, ist die Möglichkeit. Und jetzt ist die Palette hier importiert. Ja, und könnte jetzt diese Farbfelder hier auch drin verwenden. Zum Beispiel hier, sowas wie so einen leichten Rosaton. Könnte man jetzt hier drin verwenden oder eben, wenn einem das nicht zusagt, dann eben die ganzen Möglichkeiten, die ich hier habe. Sinn oder Unsinn muss man dann selber rausfinden, wie es aussieht, aber das könnte man dann jetzt zum Beispiel mal ein bisschen rosa Farben meinetwegen machen. Und naja, das ist jetzt kein Dokument, was ich so verwenden würde, es geht nur ums Zeigen.